Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer weiteren Folge Space Engineers. Ja, wir haben was Tolles vorbereitet und dafür brauche ich natürlich einen Mitarbeiter, und zwar meinen Nexus. Servus. Ja, Nexus, erzähl mal, was haben wir heute vor? Wir bauen heute ein Spiel. Ein Eine Spiel? Arena. Ah, wir bauen heute ein Spiel. Dazu müssen wir uns natürlich was krallen, und zwar Stahlplatten ohne Ende. Gut, dass wir hier ein Schiff noch viel davon haben, weil wir werden definitiv etwas mehr brauchen. Und damit Fange ich fangen schon wir mal mit natürlich. Flexen an, oder? Hä? Soll ich schon mal mit Flexen anfangen? Ja, du musst hier praktisch die Kante ungefähr bis hier, das Schiff muss bis hierhin ungefähr abgebaut werden, kantentechnisch. Sonst passt das, was wir hier wollen, passt hier sonst nicht rein. So, warte mal. Ich mache jetzt erstmal die Grundkonstruktion. 1, 2, 3. Also, vier, welches Schiff abbauen? Fünf. Ich habe es gerade nicht gesehen. Das Gelbe, was hier vorne an der Wand steht. Also direkt an der Basis. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich hab's aufgeschrieben, 16. 13 innen und 19 außen. Ah, ja, wo war ich jetzt? Keine Ahnung. Hab ich dich rausgebracht? Ihr kennt das ja, ne? Ihr kennt das ja schon. Aber wir müssen hierfür definitiv noch ein bisschen den Berg wegnehmen. Also nochmal zählen, wir haben ja sonst nichts zu tun. Warte mal, ich muss ja sowieso in die Richtung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Da siehst du mal, was alles abgebaut werden muss, ne? Alles, was in dem Radius drin ist. Oh ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wie sagt man, der Weg ist das Ziel? Oh ja. Verbinder lässt mich nicht los. Nein! Ja, ich habe gehört, du sollst beide Verbinder jetzt ausmachen. Angeblich soll es dann definitiv funktionieren. Hat mir ein netter Fan geschrieben. Wir werden ihn hier in dem Moment auch nochmal einblenden. Er hat gesagt, Verbinder müssen wir ausmachen. Komplett. Dann kann man das angeblich jetzt lösen. Es ist dann angeblich gefixt worden. Ich habe versprochen, wir werden es gleich möglichst testen. Und das machen wir natürlich auch. Dafür müssen wir erstmal wissen, welcher Verbinder das ist, der unter dir klemmt, ne? Jo. Das müsste dann aber der letzte Verbinder sein, der gebaut wurde. Der müsste dann also ganz unten stehen in der Liste. Ich habe jetzt mal nur einen ausgemacht. Vielleicht reicht das auch schon. Ah, das reicht auch schon. Wenn man den am Schiff ausmacht. Okay, also dann geht's definitiv jetzt, oder wie? Ja, ich bin gerade abgehoben. Ah. Dann würde ich mal sagen, danke deinerseits. Und der Kommentar hat echt gut weitergeholfen. Danke, ja, für, den danke Tipp. Für den Tipp. Danke für den Tipp auch von mir. Ja, ich weiß, es ist schön, wenn man Fans hat, ne? Die einem dann auch ab und zu mal einen kleinen Tipp geben können oder eventuell auch mal ein bisschen hilfreich sind dann für die Folgen, für die Aufnahmen und so. Jo. Hat man ja nicht immer. Ich überlege übrigens immer noch, ob ich die Presse nun vom System trenne oder ob ich sie zum Hauptsystem dazu rechne. Weil ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, dass wir hier, ne, unseren... Doch, nee, jetzt ist gut. Hat sich gerade gelöst. Mein Kopf hat gerade wieder Peng gemacht. Proxy-Presse? Ja.
Wollen wir eigentlich auch sowas wie einen Zuschauerbereich mit reinbauen? Bei der Arena, ja. Ja. Wäre doch interessant, oder? Ja, so Sitze an den Wänden. Na, ich meine eher sowas wie eine kleine Zuschauerloge, weißt du? So ein kleines Stück Zuschauerbereich, so der in die Basis, der da runter gucken, wo man da auch runter gucken kann, so ein bisschen. Ja, so eine kleine Tribüne halt. Ja, 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 so eine schöne kleine Tribüne. Ja, mir fiel gerade das Wort, fiel mir definitiv gerade nicht ein. Gut, dass ich Nexus habe. Ha, ha! Apropos Nexus Arbeit, ich habe gehört, in meiner Abwesenheit ist die Anarchie ausgebrochen. Golddiebstahl und so. Oh ja. Jester war heimlich hier, während wir, ne, schön Heier gemacht haben und hat dann tatsächlich alles geklaut, was wir in der Tasche hatten. Da geht man als Polizist einmal in den Donutladen und schon. Du sollst ja auch nicht in den Donutladen gehen. Jetzt arbeiten. Na, wo ist unsere Reflex? Ah, da oben. Lass ihn mal kurz nochmal ran. Halt, stopp, stopp, stopp. Ja, es treibt noch. Ja, du sollst nicht treiben. So, danke. Alter, guck dir mal, was das für Ausmaße schon wieder hat, ne? Ich alter Drehkatzenverweigerer, gell? Ja. Ja. Na, dann musst du es ja auch geben, ne? Trägheitsdämpfer. Oder verweigernde Trägheitsdämpfer. Ich glaube, ich weiß, warum ich sie verweigere, weil es ihnen echt gar nicht gibt. Ja. Das ist natürlich auch eine Lösung, ne? Zunächst war noch, wie hoch war die Arena geplant? 7 hoch plus 1 Boden. Gut, 7 hoch. Alter Schwede, ey. Ja, liebe Fans, wir denken momentan immer ein bisschen größer. Und das Projekt war ja eigentlich schon, ich sag mal, vor der Presse geplant. Oh, das war zu weit. Ja, oh, der hätte bleiben können. Weil ich flexe gerade. Vielleicht deswegen. Nö. Keine Ahnung. Alter Schwede. Ich wusste, dass wir in irgendeiner anderen Dimension denken, aber das ist jetzt wirklich übertrieben. Aber wir machen es ja gerne. Für unsere Fans. Ja. Auch so ein bisschen Spielspaß und Spannung muss auch bei uns sein, ne? Die Überraschungsei-Methode. Ja. Da die Wand hier hinten sowieso rausgerissen werden soll, oder die Fensterfront. Machen wir das auch gleich. Ah, ist das dir ätzend? Meine Fresse.
Ist dir mal aufgefallen, dass wir eigentlich so gut wie keine Stahlplatten mehr haben? Eigentlich sind ziemlich gar keine Stahlplatten mehr. In der Basis. Wir haben nur noch das, was im Schiff ist. Und das heißt ja auch, dass wir fleißig waren. Hm? Oh ja. Ja, wir geben uns auch Mühe, ne? Alles schön zu halten für unsere Fans. Gibt sich auch nicht jeder. Yay. Oh, Alter. Also wenn ich mal überlege, wie groß die Basis noch wird. Also allein durch die Projekte, die wir nebenbei noch starten. Alter Schwede. War der Container leer hier? Die ich abflexe? Also laut Coxian sind alle Container leer. Ja, yeah, ab ins Kryopad. Alter, was hast du für eine komische Ansicht hier? Ah. Ja, die Basis sieht schon richtig geil aus, finde ich. Klein, aber fein. Jo, wie ein Schrottplatz. Jo. Wir sind halt der Schrottplatz, ne? Das ist ein Titel, den kann man uns nicht mehr wegnehmen. Magst du denn echt auch Schrottplätze? Ja, mehr oder weniger. Ich habe als Kind viel darauf gespielt, auf Schrottplätzen, ja. So, warte mal, was war nochmal die Hälfte von 17? Von 17 ist die Hälfte, von 16 ist die Hälfte 13, 1, 2, 3, die Hälfte von 16 ist 8, von 17 ist 8,5. Ja, stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, weil dann kommt hier nämlich der Arbeitsblock hin. Dann brauche ich schon wieder Glas nachher, ne? Eieieiei. Irgendwo müsste ein Block rumschweben, aber ich sehe ihn nicht mehr. Hm. Doch, da unten. Nicht nur der steht hier, sondern hier schwebt eine ganze Leiste rum. Ja, am besten du fängst erstmal auf der Seite an, die wir auch brauchen, ne? Da nutzen, also Richtung Hangar. Du meinst es an der Wand, oder? Ja. Oh, ja, toll. Egal. Ich habe schon wieder nicht genug Material dabei. Oder genug Platz. Kann hier gleichzeitig auch schon mal was einschweißen, oder? Theoretisch ja.
ich bereite die Wände so weit vor, wie wir sie brauchen. Ja Leute, wenn ihr übrigens mal gucken wollt und Langeweile habt, oder ein bisschen mehr Langeweile habt, bei Starving gibt es jetzt auch ein neues Let's Play zu begutachten, und zwar Unturned, oder Unturned, oder wie auch immer das jetzt ausgesprochen wird. Ich weiß nicht genau, was das für ein Spiel ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwas Richtung Survival. Also für alle Survival-Fans und für ein bisschen Comic- oder Comic-like-Grafik, da werdet ihr euch da wahrscheinlich noch relativ amüsieren können. Aber werdet ihr ja schon für euch entscheiden können. So, ich habe kein Stahlblatt mehr. Ha. Wer hätte es gedacht? Der Chef hat kein Material. Bist du wohl? Ich weiß auch, wir haben in der Basis kaum noch Material. Doch, 600 Stahlblatt. Hey. Dann kann ich ja schon mal die eine Glaskuppel fertig bauen, ne? Stimmt, die Sonne noch fertig, ja? Ja, die von hier unten. Die vom Arbeitsbereich, weißt du? Jo. Wo man später drin sitzt. Schick, schick. Na komm. Ja, wir garantieren auch den bestmöglichen Überblick nachher. Ist ja logisch. Sonst kann man sich die Arena ja nicht angucken. Ist ja Quatsch. Danke. Oh, das ist die falsche Wand. War ja klar. Irgendwas läuft hier doch immer schief. Murphys Gesetz. Jo. Du hast alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen, ne? Jo. Ich höre schon wieder undefinierte Ruckelgeräusche. Von Fahrwerken. Das macht mir doch wieder zu stutzen. Ich weiß nämlich jetzt, welcher Bug das ist, warum uns die Schiffe ständig ausbrechen. Nexus, du musst mal ganz schnell in dein Zimmer und dein Dings aufmachen. Die Tür aufmachen, ne? Nein, dein Schrank. Dein Schrank muss ganz, ganz dringend. Ich habe gerade die Fensterscheibe raus. Komm mal ganz schnell her, sonst bricht der dir gleich durch die Wand. Den bauen wir sowieso, glaube ich, mal lieber ab, ne? Brauchen wir ja mittlerweile nicht mehr den Kleiderschrank. Ich habe aber einen Haufen Zeug drin. Dann solltest du an deiner Stelle mal ganz schnell herkommen, weil
Der bricht hier gleich durch die Wand. Momentan ist nämlich ein Bug unterwegs. Und der sorgt dafür, dass die Fahrwerke irgendwie nicht richtig da bleiben, wo sie hingehören. Schade, mein schöner Schrank. Du musst die Fahrwerke mal abdocken. Und dein Zeug aus dem Schrank holen. Weil da liegen 14 oder andere. Hey, jetzt ist er ruhig. Jetzt wird die Fahrwerke wechseln. Naja. Moment, Moment. Und tschüss. Oh. Ah, Stalker hier. So, warte mal. Ich guck jetzt mal was. Pass mal auf, wir machen das nämlich mal so. Du sollst da drin bleiben. Das ist ein Spind, oder? Angeblich soll man den noch verwenden können. Kann man aber nicht. Scheinbar nicht. Schlecht. Na denn. Ja, deine Fensterscheibe postieren wir dann auch mal anders, ne? Die große, oder? Ja. Mach mal deine Zimmertür auf. Zu faul ist, einmal komplett außen rum zu fliegen. Eieiei. Jetzt haben wir 3, genau, da ist es doch. So, dann hast du hier drin nämlich ein bisschen mehr Platz, weißt du? Dann kannst du hier nämlich auch was platzieren. Die ist jetzt auf den Leisten draußen. Cool. Gestellt. Das heißt, du kannst dir jetzt das geile Bett hier reinstellen. Ich bin mit dem zufrieden. Oh, warte mal, warte mal. Nee, passt nicht. Wollen wir ein Dings. Wir ärgern Krox ja mal. Man kann leider immer noch nicht die Blöcke fabrizieren, unter irgendwas liegen. Weißt du, gehst du mal aus der Ecke raus? Da. Hey. Bin geflogen. Komm wieder rein. Ah ne, den machen wir nach vorne. Genau. Machen wir einen Aufenthaltsraum. Ist mein Charakter jetzt am Boden, oder? Nö, der liegt hier gar nicht erst rum. Schade, dann ist alles weg. Sag jetzt nicht, du hattest was weiß ich wie viel dabei, ne? 14 Uran und ein Haufen Werkzeug. Ah ja, klar. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ich bin ein kleines bisschen zurückgesprungen mit dem Charakter. Ich stehe wieder in unserer Aufenthaltshalle.
Ja, mit mir die kleine Leiche Nexus. Der ja gerade in der Aufnahme leider rausgeflogen ist. Und beim Reinkommen ist er gleich wieder abgekratzt. Naja, könntest du auch anders sagen, dass du keinen Bock mehr hast. Nein. Das ist sowas Unhöfliches, ganz ehrlich. Und wir sind in unserem neuen Channel, im Teamspeak, unserem Talk-Channel. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, dank Starwing, dass wir ein offenes Let's Play starten können, wo dann praktisch jeder, der Lust hat, praktisch mit rein traumeln kann. Und dafür haben wir natürlich gleich jemand dabei. Starwing! Ja, hi Leute. Und übrigens, wir sind immer noch in der Talk Channel 1. Also ich schiebe uns jetzt alles mal in den Talk Channel. Dann in die Der Laberecke. schiebt uns. Der schiebt uns. Hilfe! Das wird jetzt eine richtige Schieberei. Ach du Scheiße. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User joined your channel. So. Alter, lass nicht mal rumgeschiebe hier. Hey, schubsen will. Bin Aber ich jetzt ehrlich. mitgefolgt? Ich kann dich auch gerne rausschmeißen, wenn du willst. Tschüss. Nein. Ja. User was kicked Genau. out of your channel. User joined your channel. Da macht er das tatsächlich. Echt? Habe ich eigentlich noch Stahlplatten dabei? Ja, genau. 8 Stück. Yay, Wahnsinn. Hätte ich doch nicht, hör doch einfach auf zu beschweren, Jester, wenn ich dich einfach mitziehe. Ja, ne? Genau. Immer schön Klappe halten. Kennst du doch. Übrigens, was mir gerade auffällt, bei Let's Player mit ihren Partnern. Ja. Ja. In einem Channel. Ja, mittlerweile hat Starwing ja unseren lieben Jester als Partner schon etwas länger. Und bei mir hat sich durch die Zeit hinweg eigentlich Nexus mehr zum Partner gemacht, weil Starwing halt sein Eigenprojekt gestartet hat. Obwohl eigentlich Starwing immer noch auch einer meiner Hauptpartner ist, aber, ne? So verschieben sich die Achsen so ein kleines bisschen, aber jeder hat so seinen gerechten Punkt gefunden. Und bei mir ruckt es gerade ein bisschen, das kommt aber, was weiß ich, weshalb. Keine Ahnung. Aber wir sind ja sowieso gleich am Folgenende. Durch den schönen Ruckler habe ich auch wirklich gerade keine Lust weiter. Sondern ich habe Angst, dass mir hier das noch alles gänzlich zusammenbricht. Das kennen wir ja nämlich auch schon, ne? Maxi? Zu Genüge. Oh ja. Nerv, 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 Übrigens, nerv. danke an die nette Person, die es gerne sieht, dass ich Meister bei dir auf dem Schrottplatz bin. Ja. Weil Eigentlich, ich ja, wie gesagt, so einen Meistertitel hast du eigentlich verdient, ne? nur, wenn du meinst, tu das. Nächste, es ruckelt. Ich kann von hier aus die, das Waffeleisen sehen. Ja. Ich hab Wir haben uns überlegt, wir behalten den Arm von einem Bohrschiff und wir bauen es wieder auf. Was, Little Legs? Ah, vergiss es. Wir bauen es anders. Wir bauen es größer. Ich Woher überlege mir kommt dann denn? nochmal ein neues Ding zusammen. Also das Ja, war mach nichts das mal. Ganzes und nichts Halbes. Ja, wenn ich da. Ich weiß schon, dass du das irgendwie machst. Da mache ich mir keine Gedanken. Lol. Na gut. Die Max macht erste. auch nur halbe Sachen, ehrlich. Inwiefern? Ja, da schwebt ein Stück vom Schiff rum, da hinten schwebt ein Stück vom Schiff rum, hier unten schwebt ein Stück vom Schiff rum. Also ehrlich, wenn du schon was abbaust, dann baust du doch wenigstens ordentlich. Das konnte ich nie gescheit. Ja, ich merke. Ich muss jetzt erstmal gucken. So, das sind 5. Ne? 5? Ja, genau. Kommt hier unten noch eine Reihe dran. Ah, warum macht er das denn immer nicht? User disconnected from your channel. Hey, irgendwas Na, das war ausgeflogen. jetzt Chester. Ja, gleich. Mal wieder. Kennt man schon. Leichte Verbindungsprobleme sind immer was Schönes. Wir haben ihn rausgemobbt. Den haben wir jetzt rausgemobbt, genau. Ach, von dem Wort Mobbing dürfen wir aber nicht sprechen, ne? Ist böse. Dürfen wir nicht.
So, während wir hier noch auf das Update warten, gucke ich mal, was so in der Workshop-Welt los ist. Ja, ne? Ach, da oben steht ja auch noch ein Stück vom Raumschiff. Ey, Nexus, könntest du vielleicht deine Arbeit auch mal ab und zu mal besser machen? Mhm. So, nur mal ab und zu mal, ganz selten. Ich glaube, Groxia muss mich einfach mal ausbilden. In puncto abbauen. Nee, Groxia muss da eigentlich mal was machen, ja. Der sollte mal nicht krank spielen, sondern arbeiten. Der will nämlich nicht arbeiten. Der kann, aber der will nicht. Das sagt er nur nicht. Naja, so verstopft, wie der letztes Mal geklungen hat, ist der wirklich krank. Aha. Was würde ich jetzt normalerweise sagen? Ich hab da so einen schönen Standardspruch, den will ja, ja, den will ja keiner mehr hören. Das hat H auch gesagt. Genau. Mein Standardspruch, ich sag ihn hier einmal und ich werde ihn sonst nie wieder sagen. Das hat auch so seine Gründe. Ich sag sonst immer, auch in der Community, und dafür werde ich auch so ein bisschen gehasst. Weiß ich nicht, vielleicht werde ich ja von euch dann hinterher auch noch ein paar Texte zu hören kriegen. Ich sag immer, das hat Hitler auch gesagt. Ich wurde sogar schon gefragt, ob ich früher in früheren Leben Hitlers Hund war. Dass der so viel mit mir gesprochen hat. Was kann ich denn dafür? Ist nur mal so. Manche Dinge kann man sich einfach nicht anhören. Naja, ist ein bisschen geruckelt am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen, der nächste ist. Jo. What ich kann ein Liedchen singen. Aber erst seit ich die Neuaufnahme wieder gestartet habe, in der letzten Aufnahme, oder vor dem Absturz, ist definitiv alles besser gelaufen. Ich spreche mal. Ist, glaube ich, besser, ja. So zwischenspeichern. Kein Bock, das Projekt nochmal neu zu bauen. Kostet ja nicht gerade wenig Arbeit, ne? Es ist zwar relativ schnell gebaut und wir werden vielleicht nur 2-3 Folgen dafür brauchen. Aber es muss ja trotzdem nicht sein. Eieiei. Ist auf jeden Fall besser wie andersrum. Wenn wir gebaut haben und es hat nicht aufgenommen. Oh ja. Das ist definitiv eine ganz dumme Sache. Dann müssten wir nämlich die Welt zurücksetzen und hier und da und überall und da hat, glaube ich, keiner wirklich Bock drauf. Das ist jedes Mal total ätzend. Das sind immer schön die Folgen, wo wir dann wirklich 4-5 Mal versuchen aufzunehmen und dann irgendwie immer alles zusammenbricht. Aber auch diese Folgen müssen wir leider irgendwie überstehen. Und auch dafür haben wir schon eine Methode entwickelt, gell? Die wird auch nicht freitreten. Nee. Wir verraten so viel, wenn man sich unsere Let's Plays definitiv etwas öfter anguckt und regelmäßig guckt, dann sind so zwischendurch mal so Dinger dabei, da merkt man das so ein kleines bisschen. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Wir leben halt damit. Für Bugs oder Abstürze können wir leider auch nichts. Wir können nur das Beste draus machen und das machen wir ja. Jo. Deswegen werden wir, beziehungsweise im Besonderen du ja auf deinem Kanal ja sehr geliebt. Ja, von Liebe würde ich da jetzt noch nicht sprechen. Das ist, glaube ich, etwas. Nexus! Echt, der bringt mich nochmal um hier, der Junge. Ich schicke Nexus bald nochmal in einen Kurs. Wie baue ich Schiffe ordentlich ab? Aber jetzt habe ich eigentlich aufgepasst, sonst müsste ja nichts weggeflogen sein. Nein, guck mal da. Da hinten fliegt noch was rum. Das kann ja auch von vorher gewesen sein. Ist ja auch von vorher. Ich sag's ja nur nochmal. Ja. Weißt du doch.
Was sind das eigentlich für Matschflecken an der Wand? Ist das eklig? Das sieht ja richtig trocken aus. Bin ich. Okay. Ach, hat Starry dich jetzt doch endlich gegen die Wand geklatscht? Ja. Darauf wollte ich hinaus. Naja, also manchmal hat das ja verdient, ne, Starwing? Aber auch nur manchmal. Das haben andere Dishos mir verdient. Oh ja. So, wollte ich noch mal einen kleinen Einblick zu geben zum Ende, zum fast Ende der Folge. Hier in diesem Teil der Arena sitzt man nachher drin. Auf der Gegenüberseite sitzt dann der Gegner. Und hier in der Mitte ist das Spiel nachher. Was wir dann bauen. Und wir werden mal gucken, ob es euch gefällt. Wir auf jeden Fall haben relativ viel Spaß bei der Entwicklung gehabt. Auch wenn es das so an sich an der Version schon mal gab. Aber das wird euch ganz sicher auffallen, wenn ihr seht, was es ist. Uns stört es auch nicht, weil wir haben eine kleine Eigeninterpretation dazu gestartet. Und haben uns dafür auch eine schöne Arena ausgedacht. Schaffst du alle? Ja, easy going, easy going. Oh, oh, da fliegen auch Schallplatten. Ja. War dann Container doch nicht leer. Egal, scheiß drauf. Ich sterbe gerade wieder. Oder ich bin kurz davor. Alles ist mit der neuen 5% Grenze geht's jetzt mir auf den Keks. Naja, auf den Keks. Ja, die Grenze hätten sie ruhig bei 20% lassen können. Ja. Also ehrlich. Ja, aber so muss ich sagen, wie gesagt, die Basis entwickelt sich immer weiter. Ich finde sie auf jeden Fall sehr schön. Bis jetzt. Ich glaube, das ganze Ding, was die ganze Basis so wirklich auflockert, ist der Yoshi selbst, ne? Ja. Der tut Unheiden dazu beitragen, dass die Basis nicht so stocksteif wirkt. Vielleicht sollten wir doch ein paar mehr von solchen Bildchen an die Wand hängen. Wir könnten ja zum einjährigen Geburtstag deiner Nichte wieder was machen. Ja, das machen wir sowieso. Das machen wir sowieso. Fragt sich nur, welches Tierchen dann? Werden wir schon rausfinden. Sagen wir mal, Hello Kitty. Oh Gott. Ja, im Alter von einem Jahr, fast alle Kinder stehen im einjährigen Alter auf Hello Kitty, zumindest fast alle Mädchen. Wenn sie dann überhaupt schon wissen, was los ist. Stand ja auch zur Auswahl, bevor wir uns für Yoshi entschieden haben. Ja, wir fanden den Yoshi damals sehr schöner. Auf jeden Fall schöner wie Hello Kitty. So, nächstes. Ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt langsam vom Acker. Für diese Folge. Okay. Machen wir noch ein, zwei Sachen fertig und dann passt das schon. Ah, da sind die Anzüge. Ich hab's ja schon gesucht. Und ich habe einem anderen Fan versprochen. Er hat gefragt, welche Mods ich benutze. Ich werde am Ende des Videos so einen kleinen Abspann machen, wo alle Mods aufgelistet sind, die ich jetzt gerade hier in dieser Welt benutze. Oder die wir benutzen. Da musst du doch einfach nur ein Screenshot von deiner Mod-Dings machen. Das reicht doch. Ja, man kann es ja auch schöner gestalten. Kannst du auch schöner gestalten. Ja. Weißt du, wenn, dann richtig. Wenn schon, denn schon. Genau. Aber mir gefällt die Arena. Wir wollten sie ja schon etwas länger bauen, wir haben sie ja immer nur verschoben. Ihr benutzt jetzt aber nicht den Soccer-Mod, oder? Nein. Gut. Nein, sowas machen wir jetzt noch nicht. Damit habe ich nämlich was vor. Nee, wir machen eine ganz normale kleine kleine Basis, wie man sie normalerweise dann, ne? Ja, normal auch bauen kann. Wir benutzen für unser Spielchen keine Mods. Das ist ein sehr altes Spiel. Es gab schon 1970 oder so. Ja, und es ist nicht Tetris. Na, das wär's ja.
Doch, für eine Tetris-Mod, für eine Tetris-Mod wäre ich auch zu haben. Oder Nexus? Ja, ich frage mich nur gerade, wie man das bewerkstelligen könnte. Runterfliegende Blöcke mit Merchblöcken. Oder runterfliegende Merchblöcke. Die mit einer Antenne gesteuert werden, aber dann werden die auch zu groß. Nee, wäre Schwachsinn, egal. Ja, Nexus, möchtest du jemand noch grüßen? Wie immer die euch, die Fans, die Familie, die Flotte Alpha Zero von Star Trek Online, den Jagdkumpane Carnet von der Hunter und den Yoshi. Ja. Und die Kollegen. Genau. Was sagen, wo du schon dabei bist, ne? Möchtest du noch jemanden grüßen? Ach nö, lass mich hier außen vor. Ich bin nur Talkgast, also daher grüße ich nur alle, die mich kennen, die mich mögen, die mich hassen, egal. Denen das radikal, ja. Ich baue hier noch ein bisschen im Abmoderieren. Ne, wir grüßen auf jeden Fall noch Freunde, Fans, Familie, Community, Mitarbeiter und natürlich unseren Yoshi, den wir, wie gesagt, natürlich auch nicht mehr vergessen. Vielleicht das eine Mal, das war ein Versehen, tut mir leid. Ja. Ja, und wir sehen uns natürlich dann in der nächsten Folge, wenn wir an unserem kleinen, ja, Spiel, klein ist in dem Sinne ein sehr gutes Ding, wenn man überlegt, wie klein das Original dagegen ist. Ne? Und ja, wie gesagt, wenn wir dann da weiterbauen, ja, und dann würde ich mal sagen, bis denn dann. Ciao. Tschüss.